Hallo und herzlich willkommen bei Daniels Kanal Basteln, Barbecue und mehr. Wenn du wissen möchtest, wie dieses leckere Stück Fleisch gemacht worden ist, dann bleib einfach dran. Viel Spaß. Daniels Kanal Basteln, Barbecue und mehr. Schön, dass du wieder da bist. Schau mal, ich habe mir mal wieder im Discounter ein Stück Fleisch gekauft und ja, das solltest du dir unbedingt mal anschauen. Das will ich mal wieder zubereiten. Die technischen Daten von dem Stück Fleisch, 337 Gramm. Ja, wenn du Lust hast, dir das anzuschauen, dann bleib einfach dran. Ich freue mich, dass du da bist. Bis dann. Heute nun endlich habe ich Zeit, das Fleisch jetzt auch zu grillen, und zwar mit meinem Quasi-Beefer, den ich diesmal umdrehe und das Fleisch von unten ordentlich anfeuere, dann mit dem Thermometer versehe und im Grill mit geschlossener Klappe dann fertig ziehen lasse. Wie das alles funktioniert, zeige ich dir jetzt gleich. Komm doch einfach mit. Ah ja, da bist du ja. Du kannst hier im Hintergrund sehen, wie das Setup aufgebaut ist, und ich denke, gleich lege ich das Fleisch drauf, dann sind vielleicht 5 Minuten um, dann hat er sich das Rostzeit ordentlich zu erwärmen, und dann werde ich das jeweils 30 Sekunden oder nach 30 Sekunden wenden, damit ich ein schönes Branding drauf kriege. Also von jeder Seite eine Minute machen, und wenn die 2 Minuten auf der Sizzle Zone dann um sind, dann lege ich es auf den Grill, verbinde das dann mit meinem Thermometer, dass ich dann so auf 48, 49, 50 Grad komme, dann nehme ich es runter und dann gibt es den Anschnitt und das Verkosten. Ja, also bis gleich. So, mal kurz schauen. 21, 22, also keine 2 Sekunden konnte ich meine Hand drüber halten. Da ist eine Mörderhitze drunter, und jetzt wollen wir mal das Stück Fleisch auflegen. Ja, du siehst, was da schon direkt losgeht. Ja, das macht richtig Spaß. Und ja, habe ich leider gerade keine Uhr hier zur Hand. Das heißt also, meine 30 Sekunden, die muss ich mir so ungefähr zurechtlegen. Und ich denke, die werden jetzt gleich mal um sein. Und jetzt drehe ich es einmal um. Gucken, ob ich es wenden lässt. Oh, es geht super. Super zu wenden. Lege ich es nach vorne. Ja, das Branding ist schon schön. Es ist jetzt halt noch nicht gesalzen, noch gar nichts. Das ist also so, wie es jetzt im Kühlschrank lag die letzten Tage, ist es jetzt hier auf dem Grill. Und ja, wie gesagt, es ist ein wirklich schönes Stück Fleisch mit einer angenehmen Dicke aus dem Lidl. Und wie gesagt, der Trick dabei ist, man muss wirklich morgens, montags morgens am besten, wenn die gleich aufmachen, hingehen und gucken. Da habe ich neulich einen Côte de Bœuf geholt. Das war wirklich 5 cm dick. Und also wie gesagt, die schönsten Stücke muss man schauen, dass man sie relativ schnell holt. So, jetzt werde ich wieder wenden. Einen kleinen Moment kann man noch liegen lassen. So. Ja, guck mal, das ist super. So. Ja, parallel mache ich jetzt hier auf meinem Grill schon mal den
äußeren Brenner an, um gleich schon mal ein bisschen Temperatur zu haben. Ich mache hier schon mal den Grill so weit zu, dass ich ein bisschen Temperatur kriegen kann. Ja? Und dann geht das gleich weiter. So, schon wieder so. Jetzt das letzte Mal drehen. Ja, guck mal, das ist doch sehr schick. Ja, jetzt machen wir es nur noch von der anderen Seite so ein bisschen. Und dann mache ich ihn gleich aus. Die Sizzle Zone. So, ich denke, das reicht schon fast. So. Wo ist meine Kneifzange hier? So, hier ist mein Greifer. Ja, mal schnell von unten schauen. Das sieht doch sehr gut aus, oder? Kann man das sehen? So. Ja, das ist doch super. Jetzt lege ich das hier um. Ah, warte mal, jetzt muss ich euch mitnehmen. Wo seid ihr denn? Ah, da. So. Ja, jetzt lege ich das hier aufs obere Rost. So, ich nehme ein bisschen näher ran. So, genau. Super. Ja, mein Thermometer. Gucken, wo ich es reinstecke. So, da ungefähr, schön mittig. So. Wo sind wir im Moment? Kann man das sehen? Ah, hier. Ja, 33 Grad. Na komm, stell dich mal scharf. Hallo. Aber ihr könnt sehen, das klappe ich jetzt erstmal beiseite. So. Zack. Ich denke mal, Ziel werde ich gleich einstellen auf 48 und dann hat es Zeit, noch ein bisschen durchzuwärmen. Ja, und ja, alles andere, mal gerade gucken, was die Zeit sagt. Ja, alles andere wird gut. Das wird wieder super lecker und ich muss demnächst mal das irgendwie nochmal hinkriegen, dass ich da vielleicht noch was zu mache, und weil bisher bereite ich immer nur das Fleisch zu und mache das dann fertig, würze das und dann ist das auch immer ruckzuck weggenascht. Schauen wir mal, dass wir demnächst, wenn ihr mögt, dann auch ein bisschen noch was dazu machen. Vielleicht mal schön mit gegrillte Tomaten und so Leckereien halt dazu. Ja? Okay, also erstmal bis gleich und wenn es weitergeht, hole ich dich wieder dazu. Kurz nur die Zieltemperatur etwas angepasst, wenn ich es gleich runternehme, damit es noch ein bisschen sich verteilen kann, die Wärme wieder, und in der Ruhephase, dass wir dann schönen, saftigen, rosanen Anschnitt haben. Ja, deswegen 48. Ja. Kurz vom Ziel, wir sind gerade bei 46 Grad, wie gesagt, kurz vom Ziel, und ich mache mich jetzt schon mal fertig, dass ich es gleich runternehmen kann, dass ich es zum Ruhen etwas lege, und dazu sehen wir uns dann gleich wieder, und sei gespannt, ich bin's auch. So.
angekommen. Thermometer beiseite. Wirkt ja, ist es. So. Thermometer aus. Oh, das fühlt sich super an. Ganz super, ganz weich. So, hier haben wir jetzt, wo seid ihr denn? So, warte mal, so, da. Ja, also, wir sind jetzt angekommen und das Fleisch soll jetzt ein bisschen ruhen. Und dafür gibt es Leute, die packen das dann, ich muss mal mit dem Kleinen machen, die packen, es gibt Leute, die packen das dann in eine Alufolie ein, ja, aber in eine Alufolie will ich es nicht. Dafür habe ich hier was anderes, schaut mal, wie ich das mache. Ja, ich lege das Messer hier so ein bisschen runter. Das ist so ein bisschen, so hat es ein bisschen Luft. Und da, so lasse ich das jetzt noch mal eine Minute ruhen, wenn ich es schaffe. In der Zwischenzeit mache ich nämlich schon mal meinen Grill aus, der läuft noch. So. Und, ja, mein Lieber, während jetzt das Fleisch gerade noch unter dem Edelstahlbehälter ist, um jetzt noch sich so ein bisschen zu entspannen, so ein bisschen zu ruhen, habe ich mir jetzt mein Messer und mein Gewürz. Ich nehme heute wieder den Grillpfeffer von Klaus und ich denke, mal fühlen hier, ja, ist ein bisschen warm. Ich denke mal, es ist jetzt soweit, ich kann das auch ganz schlecht erwarten, weil ich will das Fleisch jetzt endlich probieren. Das erste, was wir jetzt machen, ist natürlich der obligatorische Mittelschnitt, um zu schauen, wie es innen drin aussieht. So, schon wieder so. Ich glaube, es gibt niemanden, der so oft im Video so sagt wie ich. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen näher ran. Ich hoffe, das kann man soweit erkennen. So. So, jetzt sind wir schön da dran, genau. So, und wieder so. So, jetzt mache ich mal hier den Mittelschnitt. Geht ganz sanft und sachte durch. Ich sehe es noch gar nicht. Guck mal hier, ist das schön? Ist das super? Sieht richtig gut aus. So, jetzt schneide ich mir da ein paar Tranchen. Super scharf das Messer. Knusprig noch, ich weiß nicht, ob man es hören kann. Jo. Sieht super aus. Fühlt sich auch gut an. Wenn es auch noch so schmeckt, wie es aussieht. Schmeckt sich ganz gut. Auch schon so ohne. Schön fleischig. Jo. Jetzt kommt da noch Gewürz. Jetzt nehme ich euch mal mit dazu, während ich mir das jetzt mal so das
anprobiere. Ja, ein Stückchen zurück. Wie geht denn das hier? Ja, verkehrte Richtung. Ja. Ja. So, wunderbar. Ja, ganz aufgeregt. Super, das ist richtig schön geworden. Das ist ganz zart, ganz weich, ganz saftig. Wie gesagt, ich habe das ja im Discounter gekauft. Habe es erst liegen lassen, in der Tüte eingeschweißt und dann liegt das jetzt mit Sicherheit noch so 3-4 Tage ausgepackt bei mir im Kühlschrank. Und guckt mal hier. Ja, also ein Träumchen. Und das probiere ich jetzt. Ganz zart. Super lecker. Sehr schöner Geschmack. Ein Ribeye halt. Das typische Steak. Ja, ich werde das jetzt schön zum Essen vorbereiten, auch schon für die Familie, dass die auch ein bisschen wegnaschen können. Würde mich freuen, wenn du Daumen hoch da lässt, wenn du einen Kommentar da lässt, ob dir das gefallen hat oder auch wie dir es gefällt, wie meine alternativen Grillmöglichkeiten aussehen. Weil so eine Sizzle Zone, wie ich sie da gerade habe, ja, mit dem Heizelement, kostet glaube ich 30 Euro und ein Gitter da drauf, kann jeder, das heißt jeder von euch, du und du auch, ja, ihr alle könnt euch ein Steakhouse gleiches Stück Fleisch zu Hause zubereiten, nehmt euch immer Zeit, auch dass das Fleisch reifen kann. Ja, legt es, macht es auf, legt es 4, 5, 6 Tage in den Kühlschrank. Da hat das Zeit, Fleisch nochmal Zeit zu reifen. Wird ein Rind immer nur besser. Ja, ansonsten, wie gesagt, Daumen hoch. Abonniert mich, unterstützt den Kanal, damit ich weiter verrückte Sachen machen kann. Demnächst kommt noch so ein Video für eine über den Selbstbau einer Plansche für mein Mangal, da wo ich dann Schaschlik immer drauf mache, baue ich mir eine Plansche für. Vielleicht mache ich mir nochmal eine Feuerplatte. Aber wie gesagt, ich verbinde das Ganze immer mit dem Grillen, mit dem Basteln. Deswegen heißt mein Kanal auch Daniels Kanal Basteln, Barbecue und mehr. So long, Freunde. Schönen Tag, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.